Hallo Freunde, heute ist mal wieder Zeit für einen kleinen Lifehack. Und zwar zeige ich euch, Moment, wie man diese Zwiebel in Würfel schneidet und das ganz unproblematisch. Ja, zu Beginn braucht man erstmal ein Messer, am besten ein Schneidebrett drunter und natürlich die vorgeschälte Zwiebel, weil man will sie ja in Würfel schneiden. Ja, und das zeige ich euch jetzt, wie man das macht. So, schon erledigt. Schon haben wir einen Würfel. Den kann man super würfeln. Und man hat eine Zwiebel in Würfeln geschnitten. Ja, das war's schon mit meinem kleinen Lifehack. Wie ihr seht, es kann wirklich so einfach sein. Wirklich, also wie man eine Zwiebel in Würfel schneidet. Ich frage mich, warum sich die Leute immer so anstellen. Es ist sehr, sehr leicht. Deswegen würde ich sagen, macht's nach, probiert's aus, verblüfft eure Partner. So einfach kann es sein, eine Zwiebel in Würfel zu schneiden. Schön, dass ihr wieder dran geblieben seid. Wir sind wieder in meiner Endcard. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich abonnieren. Auch kein Problem. Hier an der Seite findet ihr noch weitere Videos von mir. Und unter mir sind meine ganzen Netzwerke, wo ich auch vertreten bin. Wenigstens ab und zu mal, sofern ich Zeit habe. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentiert fleißig, sagt mir, was ich besser machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. YouTube ist so fett, so fett, so fett. YouTube ist so fett, so fett, so fett.